Die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth hat den Tagesordnungspunkt schon aufgerufen. Deswegen wechseln jetzt die Politiker ihre Sitze. Und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil macht sich bereit. Und so hören wir, was er zu seinem Gesetzentwurf sagen wird. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir alle wünschen uns eine Welt frei von Gewalt, von Terror und von Missbrauch. Wir wünschen uns eine Welt ohne körperliche und seelische Misshandlungen, die auf die Schwächsten der Schwachen treffen. Aber wir wissen auch, meine Damen und Herren, dass absolute Prävention und absolute Sicherheit es in unserer offenen Gesellschaft nicht geben kann und nicht geben wird. Eine offene Gesellschaft ist leider immer auch verwundbar. Das haben wir schmerzlich erlebt im Dezember 2016 beim furchtbaren islamistischen Terroranschlag hier in Berlin auf dem Breitscheidplatz. Und das mussten wir leider auch erleben vor einigen Tagen jüngst wieder beim rechtsextremen Terroranschlag am 9. Oktober in Halle. Was mich stört, meine Damen und Herren, ist, dass nach Gewalttaten und nach solchen Anschlägen in der öffentlichen Berichterstattung und in allzu vielen Medien auch in unserem Land sehr, sehr viel über die Täter berichtet wird, aber viel zu wenig über die Opfer dieser Gewalttaten. Die Opfer, die Leidtragenden, meine Damen und Herren, die müssen im Mittelpunkt stehen. Und mit diesem Gesetzentwurf, mit dem neuen sozialen Entschädigungsrecht, stellen wir die Interessen der Opfer von Gewalttaten und von Kriminalität in den Mittelpunkt. Bislang war das Entschädigungsrecht auf die Opfer der beiden Weltkriege konzentriert und auf deren Situation eingerichtet. Es war in den 50er Jahren ein Kriegsfolgenentschädigungsgesetz, was dem Ganzen zugrunde lag. Das ist heute Gott sei Dank längst nicht mehr unsere Lebenswirklichkeit. Wir haben eine andere Lebenswirklichkeit, und genau auf diese soziale Lebenswirklichkeit richtet sich das neue Entschädigungsgesetz aus. Wir fassen, meine Damen und Herren, mit diesen Regelungen, die wir zusammenfassen, im Übrigen schaffen wir ein neues Sozialgesetzbuch. Gleichzeitig ist mir aber wichtig, an dieser Stelle deutlich zu machen, das ist in intensiven Gesprächen auch mit vielen Opferverbänden ein Thema gewesen, dass mit dem neuen sozialen Entschädigungsrecht niemand, der aus dem bisherigen Recht Leistungen bezieht, schlechter gestellt wird. Das ist eine klare Botschaft auch des Vertrauensschutzes. Was dieses soziale Entschädigungsrecht allerdings leistet, ist, dass wir mehr Menschen erreichen und dass es mehr und bessere Leistungen gibt. Das ist eine wichtige Nachricht, meine Damen und Herren, für Menschen, die Schlimmes erlebt haben. Für uns ist wichtig, dass die Opfer von Gewalttaten den Weg zurückfinden ins Arbeitsleben, in einen geregelten Alltag und in die vollständige soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das ist für viele betroffene Menschen, die Opfer von Gewalttaten geworden sind, kein einfacher Weg. Es ist ein harter Weg. Aber wir sagen als Staat und Gesellschaft, es darf kein einsamer Weg sein. Wir wollen den Menschen auf diesem Weg effektiv helfen. Und deshalb bauen wir ein Hilfesystem auf, das mitfühlend und respektvoll mit den Opfern umgeht, das aber auch effektiv und zielgenau wirken soll. Deshalb ist es mir sehr wichtig, dass wir mit diesem Gesetz beispielsweise die wertvolle Arbeit von Traumaambulanzen stärken. Ich habe mir das in Berlin hier angeguckt, was da geleistet wird. Wir können vielen Opfern von Gewalttaten helfen, indem wir frühzeitig mit Traumaambulanzen helfen, auch die seelischen und psychischen Folgen bewältigen zu können, die aus Gewalttaten resultieren. Wir halten Opfer von Gewalttaten, von psychischer Folge und körperlicher Hilfe tatsächlich frühzeitig Hilfe, Beratung und Betreuung. Mit diesem Gesetz werden die Leistungen der Traumaambulanzen flächendeckend zugänglich gemacht, und es wird ergänzt durch ein individuelles Fallmanagement. Herr Präsident, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mir ist wichtig, dass wir mit diesem Gesetz auch die Opfer von sexueller Gewalt in den Blick nehmen. Das sind Menschen, und wir haben das in den letzten Jahrzehnten, in denen mehr Menschen sich geöffnet haben und wir auch mehr öffentliche Berichterstattung über dieses Thema haben, das sind Menschen, die oft ein Leben lang mit seelischen und teilweise auch mit körperlichen Schäden zu kämpfen haben. Und viele dieser Opfer können sich erst viele Jahre später öffnen und offen auch über das reden, was ihnen passiert ist. Bisher, nach geltendem Recht, war es für diese Frauen und Männer besonders schwierig nachzuweisen, dass der Missbrauch Ursache für manchmal dann auch spätere und aktuelle psychische Erkrankungen ist. Diese Beweisführung
wird künftig mit dem sozialen Entschädigungsrecht im Wesentlichen einfacher. Und das, meine Damen und Herren, ist eine Frage von Würde und Gerechtigkeit, dass wir Menschen, die schweren Missbrauch erlebt haben, auch später helfen können und sie nicht mühsam eine Beweiskette nachweisen müssen an dieser Stelle, die sie dann manchmal ein zweites Mal traumatisiert. Ich finde das einen wesentlichen Schritt. Und es geht uns in diesem Gesetz beispielsweise auch oft um die Frauen und Männer, die Opfer von schwerem Stalking geworden sind. Das ist ja vor einiger Zeit noch nicht so im öffentlichen Bewusstsein gewesen. Wir haben langsam erst Schritt für Schritt dafür gesorgt, dass zum Beispiel im Strafgesetzbuch es entsprechende Verschärfung der Regelung gegeben hat. Aber schweres Stalking hat für die betroffenen Menschen, hat für die Opfer auch oft erhebliche psychische Folgen. Und deshalb haben sie mit diesem Gesetzentwurf die Möglichkeit, erstmals auch auf gesetzlichen Entschädigungsanspruch. Und was man nicht vergessen darf, was uns vor allen Dingen aus dem Bericht des Opferbeauftragten Kurt Beck, des früheren Opferbeauftragten nach dem furchtbaren Terroranschlag am Breitscheidplatz beschäftigt hat, die Situation von Menschen, die zwar nicht selbst attackiert wurden, aber die miterleben mussten, wie andere attackiert oder gar umgebracht wurden. Die Zeugen von Gewalttaten und von Kriminalität und von Terroranschlägen sind oft auch Menschen, die Opfer geworden sind, weil sie schwer traumatisiert wurden. Nach dem äußeren Anschein unversehrt, aber seelisch oft schwer verletzt. Auch sie werden zukünftig einen Anspruch auf Leistungen haben, und zwar unabhängig von der bisherigen Restriktion ihrer persönlichen Vorgeschichte als emotionaler Nähe zu den Opfern, die eben körperlich auch attackiert wurden. Auch das, meine Damen und Herren, eine wesentliche Konsequenz, die Menschen helfen wird. Auch eine Lehre aus dem Breitscheidplatz ist übrigens, meine Damen und Herren, dass künftig nicht mehr die Frage der Staatsangehörigkeit darüber entscheidet, welche Leistungen Menschen bekommen. Alle, die hier in Deutschland Opfer von Gewalttaten werden, werden gleich behandelt. Wir hatten ganz schwierige Diskussionen beispielsweise, weil auf dem Breitscheidplatz Menschen zum Beispiel mit israelischer Nationalität Opfer geworden sind, wie es denn jetzt um ihr Entschädigungsrecht und das der Angehörigen bestellt ist. Das ist, meine Damen und Herren, etwas, was mir wichtig ist. Unsere offene Gesellschaft versucht alles zu tun, um mit den Mitteln des Rechtsstaates, der Prävention, der Polizei, der Justizbehörden, wo immer es geht, Kriminalität und Gewalt zu verhindern, bevor sie entsteht. Das ist die staatliche Schutzverantwortung unseres Gemeinwesens. Aber in einer offenen Gesellschaft ist das nicht immer möglich. Und wenn wir da die staatliche Schutzverantwortung eben nicht ausgeübt wurde, dann muss wesentlichen die soziale Schutzverantwortung in der Hilfe von Opfern, und zwar unabhängig von ihrer Nationalität, auf deutschem Boden gewährt werden, meine Damen und Herren. Wer Opfer einer Gewalttat wird, der hat unsere Solidarität, unser vollstes Mitgefühl verdient. Wir können erlittenes Leid, meine Damen und Herren, nicht rückgängig machen. Aber es ist unsere Verantwortung, die Betroffenen auf ihrem schwierigen Weg zu begleiten. Es geht um Licht, es geht um Licht der Hoffnung, da wo dunkel ist. Und ich bitte Sie ganz herzlich, in der anstehenden parlamentarischen Beratung für dieses wesentliche neue Recht, für dieses neue soziale Gesetzbuch des sozialen Entschädigungsrechts um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Hubertus Heil, der Bundesminister für Arbeit und Soziales. Und meine Damen und Herren, Sie sehen es schon, wir warten, während wir hier auch im Bundestag zuhören, auf eine Pressekonferenz von Angela Merkel, denn auf dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs gab es ja einen großen Durchbruch, dass sich die EU-Staaten und Großbritannien auf einen Brexit-Deal geeinigt haben. Sobald also die Pressekonferenz von Angela Merkel beginnt, werden wir darüber schalten. Aber erstmal bleiben wir noch im Bundestag. Dort spricht jetzt Martin Sichert von der AfD-Fraktion. Und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Der Staat hat also in allererster Stelle dafür zu sorgen, dass den Menschen die Würde nicht genommen wird. Seine vordringlichste Aufgabe ist, Menschen zu schützen und Ursachen zu bekämpfen, die Menschen die Würde nehmen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, so steht es im Grundgesetz. Die Würde ist nicht mit Geld kompensierbar. Und zur Würde des Menschen gehört auch, dass jeder nach seinem freien Willen entscheiden darf. Was Sie hier bei der Impfgesetzgebung machen, ist das Gegenteil davon. Sie wollen auf der einen Seite eine Impfpflicht für Masern einführen, obwohl in vielen auch europäischen Ländern mit Impfpflicht deutlich mehr Menschen an Masern erkranken als in Deutschland. Und auf der anderen Seite wollen Sie dann die Entschädigung für Leute verbessern, die von der Impfung Schäden davontragen. Das ist das, was wir von der Regierung immer wieder sehen. Man ersetzt Freiwilligkeit durch Zwang.
und für die auftretenden Schäden wird dann großzügig das hart verdiente Geld der Steuerzahler verteilt. Lassen Sie uns doch mal den Geist des Grundgesetzes, den Geist der Würde des Menschen und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung leben. Lassen wir jeden frei entscheiden, ob er geimpft werden möchte oder nicht. Das wäre ein starkes Zeichen, dass der Staat die Würde und Eigenverantwortung der Bürger respektiert. Aber zur Würde des Menschen gehört nicht nur die freie Entscheidung, sondern auch die körperliche und die psychische und physische Unversehrtheit. Und auch hier ergreifen Sie keine Maßnahmen zum Schutz der Bürger, sondern Sie kennen nur den Griff in den Geldbeutel der Steuerzahler. Der DFAM berichtet aktuell, dass in Deutschland über 70.000 Frauen genital verstümmelt sind und mehr als 17.600 Mädchen gefährdet sind, das gleiche Schicksal zu erleiden. Seit Jahren steigen die Zahlen der Genitalverstümmelungen durch die Zuwanderung aus archaischen Kulturkreisen. Warum schützen Sie denn diese Frauen nicht? Und was ist denn mit der Würde von Hunderttausenden jungen Frauen in Deutschland, die nicht frei sind in der Wahl ihres Ehepartners, weil sie aus Kulturen kommen, in denen sie zwangsverheiratet werden oder mit dem Tod bedroht werden, wenn sie jemanden aus einer anderen Kultur heiraten? Das sind alles Opfer von sexueller Gewalt. Das sind alles Opfer von sexueller Gewalt in Deutschland. Warum treten Sie in den Artikel 1 mit Füßen, wenn es um die Würde dieser Mädchen und dieser jungen Frauen in Deutschland geht? Nach zwei Jahren Bundestag weiß ich, warum Sie sich hier so aufregen und warum Sie diese Mädchen und Frauen nicht schützen. Sie müssten nämlich zugeben, dass Multikulti gescheitert ist. Denn der einzige Weg, diese Frauen und Mädchen zu schützen, ist es, dass eine gleichberechtigte, freiheitliche Leitkultur in unserem Land etabliert wird und sich jeder Zugereiste hier nicht aufführen kann wie im Heimatland. Aber statt dass Sie Verantwortung übernehmen, machen Sie alles noch schlimmer. Sie schaffen einen weiteren Anreiz, die Würde dieser Frauen mit Füßen zu treten, indem Sie mit Ihrem hier vorliegenden Gesetzesentwurf die Genitalverstümmelung mit einem finanziellen Anreiz von 400 Euro monatlich versehen. Hören Sie auf, Ihre Fehler mit dem Griff zum Scheckbuch zu versuchen, zu vertuschen, sondern handeln Sie endlich, um die Würde der Schwächsten in dieser Gesellschaft zu schützen. Sie schreiben in Ihrem Gesetzesentwurf, und der Minister hat es ja auch angesprochen, dass das Gesetz eine Folgerung aus den Auswirkungen des verheerenden Terroranschlags vom Breitscheidplatz ist. Wir sind hier aber nicht im Nahen Osten, wo man mit Blutgeld selbst Morde sühnen kann. Im Nachhinein den Angehörigen der Opfer Geld und Unterstützung zukommen zu lassen, das mag kurzfristig manche besänftigen, macht die Taten aber nicht ungeschehen und es löst auch keine Probleme. Wir brauchen hier kein Blutgeldgesetz, sondern eine Bekämpfung von Ursachen. Dieser Gesetzesentwurf, ja, regen Sie sich alle nur auf. Dieser Gesetzesentwurf zeigt Ihre Hilflosigkeit und ist letztlich nichts anderes als die Bankrotterklärung Ihrer Politik der inneren Sicherheit. Um die Ursachen des Terrors zu bekämpfen, bräuchten wir einen klaren Kampf gegen Extremismus jeder Art. Aber darin versagen Sie kläglich. SPD, Grüne und Linke suchen den Schulterschluss mit Rechtsextremisten, solange die Rechtsextremisten nicht Deutsche, sondern Türken sind. Am Tag der deutschen Einheit waren Vertreter Ihrer drei Parteien bei einer Veranstaltung, die nicht nur von einer, sondern gleich von vier nationalistisch-islamistisch gesinnten Organisationen, darunter der bekanntesten rechtsextremen türkischen Gruppe, den Grauen Wölfen, ausgerichtet wurde. Sie hofieren nicht nur Linksextremisten, sondern auch Rechtsextremisten und Islamisten. Und dann bezeichnen Sie sich immer wieder als demokratische Fraktionen. Was für ein Hohn, was für ein Witz. Ein Abgeordneter der Linken, Harald Weinberg, hat den Anschlag von Ansbach mit 15 Verletzten und einem Toten mitermöglicht, indem er sich im Vorfeld tatkräftig dafür einsetzte, dass der Attentäter im Land bleiben darf. Die Bundesregierung hier sorgt für ein Klima des Terrors zwischen Kurden und Türken auf deutschen Straßen, indem sie sich gegen ein Waffenembargo einsetzt und damit eindeutig auf die Seite des Islamisten Erdogan schlägt. In DİTİB-Moscheen in Deutschland predigt man für einen Sieg des Bündnisses aus türkischer Armee und Islamisten des IS, und die Bundesregierung schaut tatenlos zu. 74 Genozide gab es an den Jesiden, 74 Völkermorde. Ähnlich wie die Juden, eine quer durch die Geschichte immer wieder massakrierte Bevölkerungsgruppe. Wissen Sie, wer die Einzigen waren, die versucht haben, die Jesiden beim letzten Völkermord vor den Islamisten zu schützen? Wissen Sie, wer es war? Das waren die von Erdogan bekämpften Kurden, von YPG und PKK. Und Sie von der Bundesregierung stehen auf der Seite der Islamisten, Erdogans und des Islamischen Staats. Sie sind die Unterstützer von Völkermördern. Schlimmer kann man die deutsche Geschichte kaum mit Füßen treten.
Wissen Sie, was Linksextremisten, Rechtsextremisten, Islamisten und die Bundesregierung gemeinsam haben? Die Befeuerung des Antisemitismus und des Kampfes gegen Israel. Reden wir doch mal Klartext. Wenn Sie Antisemitismus nicht propagandistisch ausschlachten können, stören Sie sich doch überhaupt nicht daran. Ganz im Gegenteil, bei den Vereinten Nationen stimmen Sie ständig der Verurteilung Israels zu und befeuern so auch den Antisemitismus in Deutschland. Vorgestern erst konnten wir wieder sehen, dass die Bundesregierung im Gegensatz zu vielen anderen Staaten nicht mal in der Lage ist, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Stattdessen paktieren Sie ständig mit arabischen Staaten bei der UN gegen Israel. Staaten, die am liebsten heute statt morgen einen erneuten Holocaust an den Juden vollbringen und Israel auslöschen würden. Statt Ihre Politik zu ändern, legen Sie hier einen Entwurf vor, den Opfern von Gewalttaten, die durch Ihre Politik verursacht werden, schneller Geld zukommen zu lassen. Was Deutschland aber wirklich brauchen würde, ist ein Wechsel in der Politik. Jede Moschee, in der für einen Sieg Erdogans gebetet wurde, die gehört geschlossen und jedem, der da gebetet hat, ein Freiflugschein in die Türkei geschenkt. Und wir müssen uns klar gegen den Antisemitismus und den Kampf gegen Israel stellen, denn das ist die Klammer, die alle Extremisten vereint. Und dass Sie von der Linken hier so rumschreien deswegen, das zeigt, dass das wirklich die vereinende Klammer für alle Extremisten ist. Lassen Sie uns gemeinsam uns zu Israel bekennen, der einzigen funktionierenden Demokratie im Nahen Osten. Lassen Sie uns dieses Bekenntnis zu Israel ablegen, um jedem Rechtsextremisten, jedem Islamisten und jedem Linksextremisten die Zornesröte ins Gesicht zu treiben und klarzumachen, nie, nie wieder Antisemitismus, keinen Rechtsextremismus, keinen Linksextremismus, keinen Islamismus auf deutschem Boden. Das ist die Politik im Sinne der Opfer. Die Redefreiheit in unserem Haus ist eine großartige Freiheit und Errungenschaft und von allergrößter Bedeutung in einer Demokratie. Aber diese Rede, die hat in hohem Maße die Grenze des politischen Anstands überschritten. Das jetzt vorgelegt worden ist, über den es sich vortrefflich der politische Streit anbietet, wie man es am besten gestalten kann, als Blutgeldgesetz zu beschreiben, ist in hohem Maße zu rügen. Und deswegen bekommt jetzt Hubertus Heil das Wort zu einer Kurzintervention. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege, sehr geehrter Herr Kollege, ich stelle fest, dass Sie in... Hubertus Heil hat das Wort zu einer Kurzintervention. Sehr geehrter Herr Kollege, ich stelle fest, dass Sie zum Gesetzentwurf an sich, in dem es ja um die Frage geht, wie wir Opfern von Gewalttaten besser helfen, nichts gesagt haben, dass Sie meiner Rede offensichtlich auch nicht zugehört haben, in der ich deutlich gemacht habe, dass es eine staatliche Verpflichtung ist, alles zu tun, wo immer es geht, Menschen vor Gewalt und Kriminalität zu schützen. Aber ich habe auch darauf hingewiesen, dass in einer offenen Gesellschaft, in einer nicht totalitären Gesellschaft, es keine absolute Sicherheit gibt. Und wenn Sie mal in Israel waren, ich weiß nicht, ob Sie je im Leben in Israel waren, und dort mit staatlichen Stellen reden, die einen hohen Sicherheitsapparat haben, die eine Demokratie sind, die versuchen, sich gegen Gewalt und Terror auch zu wehren, aber die eben auch ein soziales Entschädigungsrecht entwickeln mussten, weil Menschen auch in dieser Gesellschaft Opfer von Anschlägen geworden sind, dann wissen Sie, wie wichtig das ist. Aber eins will ich Ihnen auch ins Stammbuch schreiben. Sie haben heute ja nichts gesagt, und Ihre Beispiele sind ja immer sehr einschlägig, über die Opfer zum Beispiel von rechtsextremistischem Terror, von Frauen, die von Skinheads geschlagen wurden und Ähnliches. Sondern Sie haben versucht, diese Debatte zu missbrauchen für Ihre Agitation. Und da kann ich Ihnen nur eins sagen, mit einem Zitat von Kurt Schumacher aus dem Jahre 1932 in diesem Haus. Wissen Sie, wie ein Nationalismus wie Ihre Reden genannt hat? Die Mobilisierung des menschlichen Schweinehunds. Und ich finde, das haben Sie mit dem Begriff Blutgeld zum Ausdruck gebracht. Sie sollten sich schämen für diese Rede. Sie sollten sich schämen. Sie sollten sich schämen. Sie sollten sich schämen. Sie
sollten sich schämen dafür, dass Sie kein Wort gesagt haben des Mitgefühls mit Menschen, die Opfer sind. Sie haben nichts gesagt, wie man Opfern hilft, sondern Sie haben die Opfer von Gewalttaten für Ihre nationalistische Hetze in diesem Haus missbraucht. Und dafür sollten Sie sich schämen und entschuldigen, mein Herr. Das wollte ich Ihnen sagen. Fraktionsübergreifender Beifall für Bundesminister Hubertus Heil, der hier aus den Reihen der SPD-Fraktion sprechen muss, um eine Kurzintervention zu machen. Nun die Antwort aus der AfD. Herr Heil, würde mich freuen, wenn Sie auch aufstehen würden, um mir zuzuhören. Bei der Kurzintervention kann er entscheiden, ob er stehen bleibt oder nicht. Gut, dann haben wir aber tatsächlich mir auch nicht richtig zugehört. Denn ich habe diverse Problembereiche angesprochen, wo Sie neue Problemfälle schaffen. Beispielsweise bei den genitalverstümmelten Frauen, bei den Mädchen, die von Genitalverstümmelungen bedroht sind in Deutschland. Es ist unsere vordringlichste Aufgabe, hier nicht mit dem Geldbeutel rumzulaufen und Leuten Geld zu geben, die Opfer geworden sind. Natürlich gehört das auch zu einer staatlichen Aufgabe, aber die vordringlichste Aufgabe des Staates ist dafür zu sorgen, dass Menschen überhaupt nicht erst Opfer werden. Und da muss angegangen werden. Das heißt, wir müssen uns klar positionieren, wir müssen klar einschreiten gegen Parallelgesellschaften, in denen Frauen zwangsverheiratet, vergewaltigt und geschlagen werden. Wir müssen uns klar positionieren, denn das sind hunderttausende Fälle in diesem Land von sexualisierter Gewalt. Wir müssen uns klar machen gegen zehntausende Fälle von Genitalverstümmelung. Und wir müssen uns auch klar machen gegen den Terror, der Europa seit etlichen Jahren jetzt erfasst hat, und die Ursachen dieses Terrors bekämpfen. Und wenn wir sehen, dass man aus dem Breitscheidplatz lernt, dass man den Opfern schnellere Leistungen zur Verfügung stellen muss, dann ist das eine Konsequenz. Die sinnvollere Konsequenz wäre aber zu sagen, wir wollen dafür sorgen, dass es nicht mehr möglich ist, wie Anis Amri als jemand, der ausreisepflichtig ist, monatelang in Deutschland zu bleiben, dass es nicht möglich ist, mit mehreren Identitäten den eigenen Aufenthalt zu beschreiben und so weiter. Das wäre eine wirklich sinnvolle Politik im Sinne der Opfer. Die Zeit ist vorbei. So. Wir kommen jetzt zur Also hier ist mittlerweile der Geräuschpegel sehr groß geworden. Noch kurz zum Nachtrag, dass natürlich Genitalverstümmelung oder so etwas wie Zwangsvergewaltigung oder Vergewaltigung an sich in Deutschland verboten ist. Als Nächste spricht jetzt in der Debatte um das Entschädigungsrecht Peter Aumer von der CDU-CSU-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD, Sie haben weder das Opferentschädigungsgesetz verstanden noch das Grundgesetz. Herr Sichert, wenn Sie die Würde des Menschen in den Mund nehmen und die Würde der Opfer mit Füßen treten mit dieser Rede, dann ist das ein Akt in diesem Hause, der weder den Menschen, die ihr Leben für unseren Staat gelassen haben, gerecht noch. Das war keine Kritik, das war ein Umgang mit Menschen, die ihr Leben für unseren Staat gelassen haben. Sie als Polizist sollten wissen, wie es ist, wenn Menschen für den Staat ihr Leben lassen, wenn der Staat es nicht schützen konnte. Und darum reden wir. Dieses Gesetz soll Menschen, die den Schutz des Staates nicht genießen konnten, eine Entschädigung bekommen. Und klar, unsere Aufgabe muss sein, zuallererst Anschläge zu verhindern. Wenn es aber nicht geht, trotz aller Maßnahmen, dann muss man den Menschen und deren Angehörigen auch die notwendige staatliche Unterstützung geben, dass sie weiterhin gut in unserem Land leben können. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat die Bundesregierung mit diesem neuen Sozialgesetzbuch auch vorbildlich gemacht. Das ist ein Sozialgesetzbuch, das es nirgends in Europa in dieser Art und Weise gibt. Wenn Sie das mit Ihrer Tirade an Hass und ich weiß nicht, wie man das nur bezeichnen kann, überschütten, dann ist es wirklich erbärmlich und wie gesagt, es wird den Menschen auch nicht gerecht. Wir wollen eine optimalere Entschädigung für die Menschen, die uns gesagt haben, dass es nicht funktioniert. Es gibt einen offenen Brief der Breitscheidplatzopfer an die Bundeskanzlerin, die darum bitten, ein optimierteres Gesetz zu erarbeiten. Wir müssen nach Halle schauen. Auch dort gibt es Opfer, die ihr Leben lassen mussten. Um diese Angehörigen müssen wir uns kümmern. Und wenn Sie hier um Genitalverstümmelung und sonstige Dinge, dann ist es ein kleiner Ausschnitt dieses Gesetzes. Sie haben das wahrscheinlich, Herr Sichert, nicht einmal gelesen. Und das ist wirklich
ein trauriger Part. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind auf die Forderungen der Breitscheidplatzopfer eingegangen. Mit diesem Gesetz wollen wir nicht nur Regelungen für die Opfer, sondern auch für die Hinterbliebenen finden. Die Breitscheidplatzopfer haben ihren Brief überschrieben mit dem Titel Frage des Respekts. Ich glaube, dass wir mit diesem neuen Sozialgesetzbuch diesen Respekt den Opfern entgegengebracht haben, dass wir diesen Respekt in vielerlei Ausgestaltung, ob mit besseren Bezahlungen, mit besseren Entschädigungsleistungen, mit besseren Pflegeleistungen, mit besseren Maßnahmen zur Schnellversorge, mit Traumaambulanzen, der Minister hat es vorher aufgeführt, all diese Dinge sind dem Respekt geschuldet dieser Opfer und wir haben das sehr schnell, naja, nicht ganz so schnell, es hätte vielleicht ein bisschen schneller gehen können, das ist die einzige Kritik, aber wir haben es geschafft, gemeinsam mit den Opferverbänden ein Gesetz vorzulegen, das wahrscheinlich nur die AfD in dieser Form kritisieren wird. Und unsere Aufgabe wird es sein, das Gesetz noch ein klein bisschen besser zu machen in den nächsten Wochen, wenn es um die Gespräche mit den Bundesländern geht, wenn es um das Thema sexueller Missbrauch geht. Hier kann man die ein oder anderen Regelungen vielleicht noch ein klein bisschen verstärken. Wir können schauen, dass wir vielleicht das Gesetz auch noch schneller einführen, als es bisher geplant ist. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Grundgedanke ist der Respekt vor den Opfern, die eine Gewalttat erlitten haben und die vor allem das Vertrauen in unseren Rechtsstaat weiterhin behalten müssen. Und deswegen ist dieses neue soziale Gesetzbuch ein Meilenstein, den wir heute auf den Weg bringen, in den nächsten Wochen auch beraten. Und dieser Meilenstein, meine sehr geehrten Damen und Herren, getragen von Vertrauen und Respekt, ist, glaube ich, auch die Aufgabe, die wir hier in diesem Hohen Hause gemeinsam auf den Weg bringen müssen. Und an die AfD kann ich nur appellieren, machen Sie sowas nicht mehr. Das ist nicht nur Populismus, das ist ein Zeichen von Respektlosigkeit, von allem anderen menschenverachtendem Vorgehen. Und es tut genauso weh, nicht nur, Herr Sichert, dass Sie das gesagt haben, sondern dass Ihre Fraktion, lieber Herr Gauland, auch in der Intensität geklatscht hat. Ich hoffe, Sie verstehen, was dieses Gesetz tut. Lesen Sie es einfach mal durch. Sprechen Sie mit den Opferverbänden, sprechen Sie mit den Opfern. Und dann wird eine nächste Debatte in dieser Art und Weise nicht mehr funktionieren. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Die Bundesregierung diskutiert darüber, wie das Opferentschädigungsgesetz verändert werden kann, reformiert werden kann. Und als Nächstes spricht für die FDP-Fraktion Jens Beek, der teilhabepolitische Sprecher. Hochverehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages, die sich an der Beratung dieses Gesetzes beteiligen. Man kann das, was Sie gerade hier getan haben, Herr Sichert, insbesondere dann, wenn man häufiger das zweifelhafte Privileg hat, nach Ihnen reden zu müssen, eigentlich kaum fassen. Sie sprechen von der Gewalt gegen Menschen aus ganz unterschiedlichsten Situationen. Wir befassen uns heute mit einem Gesetz, das schützen soll unsere Soldaten im Einsatz für unser Land, Kinder und Jugendliche, die sexuellen Missbrauch erlitten haben, Opfer von Terror und anderen mehr. Und Sie nehmen zeitgleich das Wort Würde in den Mund und halten dann eine solche Rede in diesem Haus. Sie begreifen gar nicht, dass das, was Sie hier machen, auch schon Gewalt ist. Und Sie benutzen die von der Präsidentin zu Recht gerügte Formulierung des Blutgeldes und sprechen danach von der Würde der Opfer. Das müsste selbst Ihnen auffallen, wie erbärmlich das ist. Und wir erleben hier leider ein weiteres Mal, dass Sie null Idee davon haben, wie man Sozialpolitik eigentlich betreibt und wie man im Rahmen von Sozialpolitik empathisch und im Rahmen der Verantwortung, die jeder Abgeordnete dieses Hauses hoffentlich für sich empfindet, eigentlich umgeht. Und Sie paaren das in dieser Weise mit einer moralischen Erbärmlichkeit. Und dann bleibt eben nichts über als Hetze und Hass. Und ich kann Ihnen sagen, dass der ganze Rest des Hauses sich daran Gott sei Dank nicht beteiligt. Und ich will es deswegen auch in aller Kürze machen. Ich will Ihnen, Herr Bundesminister Heil, will Ihnen, Frau Staatssekretärin Griese, ausdrücklich anbieten, dass die Fraktion der Freien Demokraten konstruktiv
bei den kommenden Anhörungen, bei den weiteren Beratungen zu diesem Gesetz sich beteiligt. In dem Einvernehmen fast aller Fraktionen in diesem Hause, um am Ende das zu erreichen, was wir alle wollen, nämlich den Menschen, die massiv getroffen sind, aus diesen unterschiedlichen Gründen, das Maximum an staatlicher Hilfe zu gewähren, das wir sicherstellen können. Daran werden wir mitwirken. Da gibt es eine Reihe von Fragen, auf die jetzt noch einzugehen eigentlich sich hier nicht mehr anbietet. Die werden wir in den kommenden Debatten erörtern. Und ansonsten wünsche ich mir sehr, dass wir dabei den Erfolg haben, den andere sich offensichtlich nicht einmal wünschen. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Jens Beek. Und auf ihn folgt jetzt Gesine Lötsch, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion. Denn der Bundestag diskutiert weiterhin darüber, wie Opfer und Hinterbliebenen von Gewalttaten und Schädigungen durch kriminelle Handlungen auch geschützt, aber dann auch später, wie ihnen geholfen werden kann durch den Staat. Auf die Synagoge in Halle verübt. Ein Neonazi tötete zwei unschuldige Menschen. Und auch das zeigt, meine Damen und Herren, es ist höchste Zeit, dass wir hier im Bundestag über ein besseres Entschädigungsrecht für die Opfer von Gewalt sprechen. Wir sollten gründlich, aber zügig beraten, damit wir wirklich alle gemeinsam bis auf diese Seite Hilfe leisten können, meine Damen und Herren. Denn zügig, schon im Koalitionsvertrag 2013, stand, dass das Recht der sozialen Entschädigung und Opferentschädigung neu zu regeln sei. 6 Jahre Wartezeit, das ist eine lange Zeit für die Opfer, und wir sollten sie nicht verlängern, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung sagt, seit 1990 seien 84 Menschen von Rechtsextremen getötet worden. Die Amadeu-Antonio-Stiftung allerdings sagt uns, 198 Menschen sind von rechter Gewalt zu Tode gekommen. Und ich finde, diese Diskrepanz in den Zahlen zeigt, Bundesregierung, Landesregierung und Teile der Justiz dürfen nicht auf dem rechten Auge blind sein. Und wenn wir wirklich effektiv rechten Terror bekämpfen wollen, dann müssen wir auch rechtsradikale Strukturen bei Polizei, Bundeswehr und Geheimdiensten aufdecken und endgültig auflösen, meine Damen und Herren. Doch in diesem Gesetzesentwurf geht es nicht nur um Opfer rechter Gewalt, es geht um alle Gewaltopfer. Und wir wissen aus den Konsultationen mit den Ländern, dass die Zahl der Menschen, die sich überhaupt in den Behördendschungel begibt, relativ klein ist. Und ich bewundere aufrichtig die Menschen, die die Kraft und Zähigkeit aufbringen, ihr Recht durchzusetzen. Denn leider haben viele Gewaltopfer größte Schwierigkeiten, eine staatliche Entschädigung zu erhalten. Und deshalb möchte ich einige Probleme aus dem vorgelegten Gesetzesentwurf aufgreifen. Und wir können ja in den Ausschussberatungen alle gemeinsam an der Verbesserung arbeiten. Insbesondere Menschen, die als Kinder und Jugendliche Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind, scheitern oft an den hohen Anforderungen der Behörden. Und in den Stellungnahmen zu dem Gesetzesentwurf gab es im Vorfeld heftige Kritik mit dem geplanten Umgang mit Opfern häuslicher Gewalt. So sollten Frauen, die bei ihren gewalttätigen Opfern, Partnern bleiben, nicht entschädigt werden. Aber wir wissen doch alle, wie kompliziert es für Betroffene von häuslicher Gewalt aufgrund fortgesetzter Demütigungen und körperlicher Angriffe häufig ist, wie verunsichert sie sind in ihrem Selbstwertgefühl, welche Furcht sie haben, welches mangelnde Selbstvertrauen. Also müssen wir doch dazu beitragen, dass diese Frauen, die außerstande sind, sich früh von dem Täter zu trennen, von uns allen unterstützt werden, meine Damen und Herren. Jetzt. Und diese Verbesserung will ich ausdrücklich hervorheben. In dem vorliegenden Entwurf steht, dass auch Betroffene von häuslicher Gewalt eben nicht mehr grundsätzlich von Leistungen ausgeschlossen sind, wenn sie sich nicht trennen. Und auch die Pflicht zur Strafanzeige wurde gestrichen. Das sollten wir unbedingt beibehalten, denn das ist eine Verbesserung. Meine Damen und Herren, es gibt allerdings auch Verschlechterungen zum bisherigen Recht. Im Kapitel 10 wurde ein ganz erheblicher Eingriff zumindest im Entwurf vorgelegt. Und zwar sollen Gewaltopfer nur dann einen Ausgleich für Einkommensverluste erhalten, wenn sie vorher bereits ein Einkommen erzielt haben. Das ist kompliziert, insbesondere für Betroffene von Menschenhandel, von Zwangsarbeit oder Zwangsprostitution oder auch für Menschen, die aufgrund von Arbeitslosigkeit, wegen Erwerbsunfähigkeit, Behinderung oder wegen fehlender Arbeitserlaubnis vor der Tat eben kein angemessenes Einkommen erzielt haben. Wir wollen nicht, dass sie schlechter gestellt werden. Wir wollen ihnen Chancen für den weiteren Lebensweg geben, meine Damen und Herren.
Einen weiteren Kritikpunkt aus den schon an uns eingesandten Stellungnahmen möchte ich aufgreifen. Opfer, so sieht es der Entwurf vor, von Gewalt, die von Polizisten oder anderen Amtsträgern geschädigt worden sind, sollen schlechter gestellt werden als Berechtigte, die von einer Privatperson geschädigt wurden. Ich finde, das ist nicht hinnehmbar. Diese Regelung hat doch gerade in Anbetracht des umfassenden staatlichen Versagens bei der Aufklärung der Mordserie des sogenannten NSU einen mehr als bitteren Beigeschmack. Meine Damen und Herren, es ist ja von Vorrednern schon erwähnt worden, der Gesetzesentwurf enthält mehrere Verbesserungen, die von Verbänden auch lange gefordert worden sind. Dazu gehören die Einbeziehung psychischer Gewalt und die Etablierung von Traumaambulanzen für schnelle psychotherapeutische Unterstützung. Auch die deutlich erhöhten monatlichen Zahlungen für Geschädigte und die vollständige Gleichbehandlung von Deutschen und Ausländern unabhängig vom Aufenthaltsrecht sind deutliche Verbesserungen, die unbedingt gesichert werden müssen, meine Damen und Herren. Allerdings sollen die meisten Regelungen erst im Jahr 2024 in Kraft treten und Taten, die zwischen 2020 und 2024 verübt werden, sollen noch nach dem alten Recht beurteilt werden. Das heißt, für viele Betroffene käme das Gesetz zu spät. Es braucht daher eine Regelung zur rückwirkenden Entschädigungsleistung. Meine Damen und Herren, entscheidend ist, dass wir die bürokratischen Hürden für Opfer von Gewalt reduzieren. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass irgendetwas unternommen wird, um Ansprüche abzuwehren. Die Opfer brauchen unsere Hilfe. Helfen wir. Vielen Dank, Gesine Lötsch. Nächster Redner, Sven Lehmann für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, ich möchte allen Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion für ihre Reaktion auf die Rede von Herrn Sichert danken. Und ich hoffe auch sehr, dass sehr, sehr viele Menschen diese Rede gehört haben, damit sie sehen, wie egal ihnen die Opfer von Gewalt sind, wie sehr sie die Opfer von Gewalt verhöhnen und wie sehr sie insgesamt Menschen verhöhnen. Sie sollten sich schämen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion, wir Grüne begrüßen es ausdrücklich, dass die Bundesregierung jetzt endlich eine Reform der Opferentschädigung auf den Weg bringt und die bisherigen Einzelgesetze in einem neuen SGB XIV neu regelt. Und dafür vielen Dank. In unserem Staatsverständnis ist die Opferentschädigung absolut zentral. Wenn der Staat seine Pflicht zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger nicht nachgekommen ist, trägt er eine besondere Verantwortung für die Betroffenen. Er muss sich in angemessener Weise um die Opfer kümmern, eine bestmögliche Rehabilitierung und Heilbehandlung ermöglichen sowie die wirtschaftlichen und gesundheitlichen Folgen entschädigen. Und eine der dunkelsten Taten, die man sich überhaupt vorstellen kann, ist sexueller Missbrauch. Der Runde Tisch sexueller Missbrauch forderte bereits im Jahr 2011 eine umfassende Reform der Opferentschädigung. Und ich möchte an dieser Stelle von einem Fall berichten, der uns, glaube ich, viel darüber sagt, was in der Opferentschädigung künftig anders und besser werden muss. Georgia Schmidt-Lentner erzählte Anfang des Jahres dem Spiegel ihre Geschichte. Sie wurde als Kind und Jugendliche missbraucht und sie versuchte, sich als 14-Jährige das Leben zu nehmen. Jahrelang litt sie unter Depressionen. Bis heute kämpft sie mit den Folgen des Missbrauchs. Ärzte, Therapeuten und amtliche Dokumente belegen ihre Aussagen als glaubhaft. Doch als sie 2003 eine Rente nach dem OEG beantragte, erhielt sie 2 Jahre später einen Ablehnungsbescheid. Auch der Widerspruch wurde 8 Monate später abgelehnt. In der Begründung hieß es, dass ihr Grad der Schädigung zu gering ausfiele und ihre Depressionen ebenso gut vom Verlust ihrer Tochter herrühren könnten. Unser Ziel, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss sein, dass Fälle wie der von Georgia Schmidt-Lentner künftig einen anderen Ausgang nehmen. Keine betroffene Person sollte fast 3 Jahre bis zu einem Finalbescheid warten müssen. Wir müssen lange und aufreibende Verfahren mit dem Risiko einer Retraumatisierung verhindern. Wenn Schädigungen wie im Fall dieser Frau von unterschiedlichen Stellen bestätigt werden, muss eine Entschädigung gewährt werden. Denn ein Entschädigungsanspruch darf nicht daran scheitern, dass eventuell auch andere Faktoren zur Beeinträchtigung beigetragen haben und die Schädigung im Zuge einer Gewalttat als zu klein eingestuft wird. Wir müssen erreichen, dass Opferentschädigung hürdenarm, schnell und einfach gewährt wird. Dazu gehören alle notwendigen medizinischen Leistungen und angemessene Entschädigungszahlungen. Betroffene dürfen in diesen Verfahren nicht in die Rolle der Bittsteller gedrängt werden. Es ist der Staat, der in diesen Verfahren die Pflicht hat, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Das Sozialministerium hatte Ende letzten Jahres einen Gesetzentwurf vorgelegt, der diesem Anspruch noch nicht gerecht wurde. Er sah unter anderem vor, den Ausgleichsgedanken der Opferentschädigung deutlich stärker in den Hintergrund zu rücken. Dabei ist das Ziel der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt wichtig, aber es darf eben nicht zulasten der eigentlichen Entschädigungsleistungen gehen. Und es ist gut, dass die Bundesregierung auf die starke Kritik der Verbände eingegangen ist und den Referentenentwurf deutlich nachgebessert hat. Und dafür auch vielen Dank und ganz besonders an Staatssekretärin Kerstin Griese, die da sehr viel investiert hat. Vielen Dank dafür. Der nun vorliegende Gesetzentwurf umfasst in der Tat sehr viele Verbesserungen der Opferentschädigung. Die Entschädigungszahlungen werden erhöht, psychische Gewalttaten werden zukünftig entschädigt. Die schnellen Hilfen mit dem Zugang zu Traumaambulanzen sind gewährleistet. Auch Gewalttaten, die mit einem Kraftfahrzeug verübt wurden, sollen entschädigt werden. Und auch die Regelungen zur Beweiserleichterung und zu bestärkter Wahrscheinlichkeit sind in der Tat sehr positiv. Und es ist zentral, dass im Gesetzentwurf nun der Ausgleichsgedanke der Opferentschädigung erhalten bleibt. Aber es gibt auch Bereiche, in denen wir Grüne noch Verbesserungsbedarf sehen. Erstens. Wir müssen sicherstellen, dass alle Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gemäß dem Grundsatz Nein heißt Nein vom neuen SGB XIV auch erfasst werden und dass diese nicht erst ab 2024, sondern bereits zeitnah Anwendung finden. Zweitens. Die Behandlung in Traumaambulanzen kann nur dann erfolgreich sein, wenn wir eine breite regionale Abdeckung erreichen und diese auch über gut geschultes Personal verfügen. Ein besonderes Augenmerk müssen wir hier auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen richten und die gruppenspezifische Ausrichtung von Traumaambulanzen stärken. Drittens, zu klären ist auch die Frage der administrativen Zuständigkeiten. Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme ja bereits die Leistungen wie aus einer Hand gefordert und von einer Leistungszersplitterung gewarnt. Und hier muss aber sichergestellt sein, dass dies nicht zulasten des Leistungsumfangs geht. Und viertens, um schnelle und gute Verfahren zu ermöglichen, müssen wir die Regelungen zur vorläufigen Entscheidung verbessern und sicherstellen, dass die zuständigen Behörden mit ausreichend und qualifiziertem Personal ausgestattet sind. Und an diesen Stellen muss der Bundestag nachbessern. Und deswegen zum Abschluss ein Appell an die Koalitionsfraktionen. Das zukünftige SGB XIV wird die Opferentschädigung über Jahrzehnte prägen. Lassen Sie uns deshalb die parlamentarischen Beratungen mit der notwendigen Ernsthaftigkeit und Ruhe angehen. Ermöglichen Sie bitte, dass das Gesetz nicht unmittelbar nach der Ausschussanhörung sofort abgeschlossen wird, sondern dass wir gemeinsam mit breiter Mehrheit das bestmögliche Gesetz zur Opferentschädigung beschließen können. Diese Ernsthaftigkeit sind wir als Deutscher Bundestag den Opfern schuldig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sagt Sven Lehmann von der Grünen Fraktion. Auf ihn folgt jetzt Matthias Bartke von der SPD-Fraktion. Er leitet den Ausschuss für Arbeit und Soziales des Bundestages. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Sichert, zu Ihrer Rede nur einen einzigen Satz. Das war die schlimmste Rede, die hetzerischste Rede, die jemals ein Mitglied des Sozialausschusses in diesem Deutschen Bundestag gehalten hat. Ich will mein altes Leben zurück. Das ist meist der sehnlichste Wunsch eines Menschen, der Opfer einer Gewalttat wurde. Doch leider ist das eben meist kaum möglich. Die Tat hat Spuren hinterlassen, äußerliche und innerliche. Die Gewalttat kann nicht ungeschehen gemacht werden. Doch Opfer sagen auch oft, ich kann lernen, mit den Folgen zu leben und umzugehen. Dabei wollen wir sie bestmöglich unterstützen. Deshalb reformieren wir das soziale Entschädigungsrecht, meine Damen und Herren. Die wenigsten wissen, das deutsche Opferentschädigungsrecht ist das großzügigste auf der ganzen Welt. Es ist großzügig, aber leider überhaupt nicht mehr zeitgemäß, denn es basiert auf dem alten Kriegsopferrecht von 1950. Heute gibt es glücklicherweise immer weniger Kriegsopfer. Heute geht es vor allem um Opfer von krimineller Gewalt, von sexueller Gewalt, von psychischer Gewalt. Aber es geht auch oft um Opfer von Terroranschlägen, wie dem furchtbaren Anschlag von Halle in der vergangenen Woche. Lassen Sie mich an dieser Stelle sagen, dass der Opferbeauftragte der Bundesregierung, unser Kollege Dr. Edgar Franke, viel Expertise zu diesem Gesetzentwurf beigetragen hat. Und er hätte heute auch gerne hier geredet. Aber er muss heute einen wichtigen Termin bei den Opfern des Terroranschlags in Halle wahrnehmen. Das hat natürlich Vorrang.
Dr. Franke hat mich gebeten, Ihnen mitzuteilen, dass er voll und ganz hinter dem ihm vorliegenden Gesetzentwurf steht. Mit dem neuen SGB XIV haben mehr Menschen Anspruch auf Leistungen. Künftig können auch Opfer psychischer Gewalt Unterstützung in Anspruch nehmen. Das hilft zum Beispiel Opfern von schwerem Stalking und von Menschenhandel. Meine Damen und Herren, drei wesentliche Elemente des neuen SGB XIV möchte ich Ihnen besonders ans Herz legen. Das erste ist die Einführung von Traumaambulanzen. Es wurde bereits gesagt. Opfer von Gewalttaten brauchen Hilfen, damit die eine Tat nicht das ganze weitere Leben bestimmt. Die eine Gewalttat erschüttert das Leben bis in die Grundfesten. Und aus der Traumaforschung wissen wir, in solchen Situationen ist es entscheidend, schnell zu reagieren, damit das Trauma sich nicht chronifiziert. Die vielleicht wichtigste Neuerung ist daher die flächendeckende Einführung von Traumaambulanzen. Psychologen, Psychotherapeuten und Ärzte behandeln dort Gewaltopfer. Sie helfen, die schreckliche Tat psychisch zu verarbeiten. Mit dem neuen Gesetzentwurf führen wir zum ersten Mal einen Rechtsanspruch auf Behandlung einer Traumaambulanz in einer Traumaambulanz ein. Anspruch darauf haben auch Kinder und Jugendliche und auch Angehörige von Gewaltopfern, die ja selbst oft mit der Tat zu kämpfen haben. Das Beste und Wichtigste ist, dass ein Besuch in der Traumaambulanz wirklich sehr schnell möglich ist. Opfer können dorthin gehen, auch wenn sie noch keinen Antrag auf soziale Entschädigung gestellt haben. So sorgen wir dafür, dass Opfer ins Leben zurückfinden können, meine Damen und Herren. Zweitens werden wir mit dem SGB XIV künftig jedem Opfer einen Fallmanager oder eine Fallmanagerin zur Seite stellen. Denn was brauchen Menschen, die Opfer einer Gewalttat wurden? Sie brauchen zunächst jemanden, der ihnen bei der Antragstellung für ihre Entschädigungsleistung hilft, der ihnen wie ein Behördenscout einen Weg durch das bürokratische Dickicht weist. Die Medikamentenrechnung reiche ich bei der Krankenkasse ein. So viel ist noch klar. Aber wohin wende ich mich, wenn ich meine Wohnung umbauen lassen muss, weil ich zum Beispiel wegen einer Lähmung einen Treppenlift brauche? Menschen, die Opfer einer Gewalttat wurden, befinden sich häufig in einer Ausnahmesituation. Mit den neuen Fallmanagern sorgen wir dafür, dass sie an die Hand genommen werden. Der Fallmanager klärt dann jeden Schritt mit dem Opfer. Er hilft bei allen weiteren Antragstellungen, sei es bei der Pflegekasse für den barrierefreien Umbau der Wohnung oder bei der Unfallkasse für eine neue Prothese. Der Fallmanager wird der Ansprechpartner für das Opfer. Meine Damen und Herren, Opfer benötigen jedoch nicht nur einen Behördenscout. Sie brauchen vor allem erst einmal eine finanzielle Sicherheit. Deshalb erhöhen wir drittens auch die monatlichen Entschädigungszahlungen. Und zwar deutlich. Die monatlichen Renten sind wichtig, um den Opfern finanzielle Sicherheit zu geben, wenn das Leben ansonsten aus dem Takt geraten ist. Natürlich, alles Geld der Welt kann die Tat nicht wieder gut machen. Aber Geld kann helfen, die negativen Folgen zu mildern. So sorgen wir dafür, dass Opfer ins Leben zurückfinden können. Wir bestärken sie auf ihrem Weg der psychischen Genesung. Wir unterstützen sie bei allen Anträgen nach der Tat und wir erhöhen ihre finanzielle Sicherheit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sozialminister Heil hat bei der Erstellung des Gesetzentwurfs die Expertise der Opferverbände weitgehend mit einbezogen. Das gilt insbesondere für den Weißen Ring. Ich habe mich deshalb sehr gefreut, dass der Weiße Ring eine Broschüre erstellt hat, in der er unseren Gesetzentwurf sehr positiv kommentiert hat. Es heißt dort, es ist jetzt ein soziales Entschädigungsrecht auf den Weg gebracht worden, das Opfern von Kriminalität und ihren Angehörigen entscheidende Verbesserungen bringen wird. Dem ist kaum etwas hinzuzufügen. Meine Damen und Herren, das neue SGB XIV ist modern, unbürokratisch und großzügig. Damit setzen wir Maßstäbe im Opferschutz. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Dr. Barth. Der Bundestag diskutiert über ein schwieriges Thema, denn natürlich will hier keiner im Saal, dass es zu Gewalttaten oder zum Beispiel zu Terroranschlägen kommt. Aber die Frage ist, was passiert, wenn es nun mal so weit gekommen ist, dass es Opfer und Hinterbliebenen von zum Beispiel einem Terroranschlag gab und wie kann diesen Menschen schneller und besser geholfen werden. In der Debatte spricht jetzt der sozialpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Peter Weiß. Ein Stück deutsche Sozialgeschichte, weil wir zum ersten Mal die Entschädigung von Opfern, angefangen, so auch historisch 1950, mit der Kriegsopferentschädigung, über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten, Opfer von Terroranschlägen bis hin
zu Opfern sexualisierter Gewalt ein gemeinsames Gesetz schaffen, das Sozialgesetzbuch 14. Und ich finde, für diese große Aufgabe, die wir jetzt in den parlamentarischen Beratungen noch weiter bearbeiten werden, können wir wirklich stolz sein, dass wir ein modernes, leistungsfähiges Entschädigungsrecht in Deutschland schaffen, was nicht mehr auf verschiedenste Bestimmungen und Gesetze aufgesplittert ist, sondern in einem Sozialgesetzbuch zusammengefasst wird. Es ist ein großer Tag. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Opferentschädigung ist natürlich nicht mit Geld zu machen. Das erlittene Leid persönlich für die Familie ist nicht mit Geld gut zu machen. Aber das Entscheidende ist doch, mit der Opferentschädigung geben wir das Parlament, geben wir den Staat, denen, die Schlimmes erlebt und erlitten haben, ein Stück ihrer Würde wieder zurück. Und vor allen Dingen, wir zeigen uns solidarisch mit den Opfern und ihren Familien. Das ist der entscheidende Sinn von Opferentschädigung. Und deshalb ist es noch mal eine zusätzliche Grausamkeit, Verhöhnung und Verachtung von Opfern, wenn man für Opferentschädigung jenes Wort benutzt, das ich hier nicht mehr wiederholen will, was auch vorher in einer Rede vorgetragen worden ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten auch in der Art und Weise, wie wir dieses Gesetz hier beraten, alle zusammen dafür sorgen, dass Menschen, die Opfer einer Gewalttat geworden sind, wissen können, ja, die, die politische Verantwortung in diesem Land tragen, stehen zuallererst an ihrer Seite, wollen Ihnen ihre Würde wieder zurückgeben und sind an der Seite Ihrer Familien. Diese klare Botschaft sollten wir nach außen senden. Und dazu kommt etwas, was wir in diesem Gesetz auch machen. Schnellen Zugang zu fachlich kompetenter Hilfe. Es ist bereits von den Vorrednern erwähnt worden, der Zugang zu schnellen Hilfen. Die Traumaambulanzen. Auch da will ich gerne unterstreichen, dass ich auch spezialisierte Traumaambulanzen für Kinder und Jugendliche für notwendig halte. Mit diesen Hilfen schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass Opfer auch die Möglichkeit haben, das, was sie erlitten haben, in einer angemessenen Art und Weise zu verarbeiten und eine neue Lebensperspektive für sich zu entwickeln. Opferentschädigung ist auch neue Lebensperspektive für Menschen, die Schlimmes erlitten haben. Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, zum Opferentschädigungsrecht gehört allerdings die Kriegsopferentschädigung, historisch. Und auch da ist festzustellen, auch wenn nur noch vom Alter her wenige Kriegsopfer unter uns leben, mit diesem Gesetz schreiben wir klar und deutlich fest, das, was wir in der Kriegsopferentschädigung an Leistungen zugesagt haben, bleibt auch für die Zukunft garantiert. Unsere Solidarität gilt uneingeschränkt den Menschen, die im Krieg Schlimmes erlebt haben, die für einen verbrecherischen Krieg in den Krieg gezogen sind, mit Verletzungen, Verwundungen nach Hause gekommen sind, keine Abstriche an der Opferentschädigung für diejenigen, die in den Krieg gezogen sind. Und das Zweite ist, darüber haben wir lange im Vorfeld diskutiert, für jemanden, der Opfer einer Gewalttat wird, ist ja möglicherweise das, was er sich in beruflicher Perspektive mal vorgenommen hat, auch nicht mehr möglich. Und deswegen ist ein wichtiger Bestandteil des Opferentschädigungsrechts der Berufsschadensausgleich. Und ich bin sehr froh, dass wir bei diesem Berufsschadensausgleich auch in Zukunft daran anknüpfen, was für eine Prognose hätte denn bestanden, wenn man nicht Opfer dieser Gewalttat gewesen wäre für die weitere berufliche Entwicklung und dass wir danach auch die Opferentschädigung bemessen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir eine klare Regelung zum Berufsschadensausgleich in dieses Gesetz mit hineingeschrieben haben. Herr Weiß, denken Sie bitte an Ihre Redezeit. Frau Präsidentin, Herr Schuck merkt, dass ich mich zur Ordnung rufe, was die Redezeit anbelangt. Und deswegen will ich auch gerne nur was die Redezeit anbelangt. Und deswegen will ich auch gerne zum Schluss kommen. Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich würde mir auch wünschen,
wenn dieses Opferentschädigungsrecht, gerade weil es um die Würde der Opfer geht, mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit finden würde und vielleicht auch unsere Medien breiter berichten, was wir hier in Gang setzen, weil ich glaube, es ist ein großartiges Gesetz mit einer großartigen Neubestimmung, mit einem Sozialgesetz um 14, was ich wirklich sehen lassen kann, auch Herr Kollege Bartke, in der Tat auch international sehen kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Peter Weiß. Peter Weiß war das hier in der Abstimmung über das Entschädigungsgesetz. Denn es ist nun mal so, dass hier geguckt wird, wie mit Opfern und Hinterbliebenen von Anschlägen und von Gewalttaten umgehen oder umgegangen werden kann. Dazu gibt es einen Gesetzentwurf aus dem Haus von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Und da geht es zum Beispiel darum, dass Menschen, etwa die Opfer von Terror wurden, höher mehr Geld kriegen, dass ihnen schneller und besser geholfen wird. Oder auch, dass Menschen, die vorher keinen Anspruch auf Hilfe hatten, jetzt eine solche Hilfe bekommen sollen. Also zum Beispiel, wenn sie Opfer von schweren Stalkings oder von Menschenhandel geworden sind. Aber auch, wenn zum Beispiel ein Kind vernachlässigt wurde. Es gibt Kritik daran, zum Beispiel, dass Opfer von sexuellem Missbrauch keine weitere Unterstützung erhalten. Da wurde hier schon gesagt, im Parlament und auch außerhalb des Parlaments gab es dazu Wortmeldungen, dass das nicht ausreicht, diese Reform. Sie sehen, dass wir weiterhin auf die Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel warten, denn wir haben gehört, dass mittlerweile der zweite Tag des Gipfels der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union nun auch zu Ende gegangen ist und dann war eine Pressekonferenz von Angela Merkel angekündigt. Es sollte bei diesem Gipfel einerseits um den EU-Finanzplan ging und auch um die strategische Agenda für die Jahre bis 2024. Allerdings war natürlich da das große Thema auch der Brexit. Gestern hat man sich ja nun geeinigt auf einen Deal. Da haben sich die EU und Großbritannien geeinigt. Und wir werden jetzt weiterhin warten, bis Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht. Deswegen verlassen wir nun erstmal den Bundestag und ich gebe zu meiner Kollegin im Studio in Bonn, zu Tina Dauster.